So, ich merke, die Debatten sind schon in vollem Gange. Dann können wir hier gleich in eine lebhafte Diskussion einsteigen. Meine Damen und Herren, wie gesagt, im zweiten Teil der Podiumsdiskussion, wir haben Handmikrofone und dann hoffen wir auf rege Teilnahme. Ich glaube, hier sind einige Impulse im Laufe des Vormittags schon gesetzt worden. Ich darf Ihnen jetzt die Teilnehmer, das ist eine reine Herrenrunde, jawohl, die Teilnehmer der Diskussion vorstellen. Als erstes, kennen Sie heute noch nicht, lernen Sie aber jetzt kennen, darf ich begrüßen Kai Burmeister, er ist Gewerkschaftssekretär der IG Metall hier in Baden-Württemberg. Willkommen. Bitte schön. So, und dann ebenfalls noch neu in der Runde Stefan Wilken. Sie werden ihn gestern schon kennengelernt haben, den Geschäftsführer Südwestmetall hier in Freiburg. Gleich zu meiner. Sie wollten zu Ihnen. Ah, ich will so ein bisschen Spannung aufbauen, zumindest schon mal optisch. Nee, zu viel Sozialpartnerschaft gleich am Anfang, das geht nicht. So. Und dann darf ich die drei Herren, die Sie heute schon kennengelernt haben, nämlich den Professor Feld, den Herrn Münzer und da ist er, den Herrn Schupper noch dazu bitten. Dann sind wir komplett. Ach, den Herrn Schneider, um Gottes Willen. Herr Schneider, Sie müssen noch mit drauf. Da freuen sich schon alle für die Diskussion, um Gottes Willen. Also, jetzt sind wir aber komplett bei 6 Teilnehmern. Kann man auch schon mal den Überblick verlieren. So, links und rechts liegen mittlerweile Handmikros. Sie müssen sich die teilen. Das Vorrecht des Moderators, der hat ein eigenes. So, lieber Herr Burmeister, zur Einstimmung machen wir so ein kleines Gedankenmodell. Stellen Sie sich vor, Sie haben in einem Industriebetrieb die Verantwortung tragen Sie für die Produktion, die Herstellung eines bestimmten Produktes und diese Herstellung könnte durch den Einsatz kollaborativer Roboter, die also aus dem Käfig raus können und mit dem Menschen dank toller Sensortechnik zusammenarbeiten, können Sie einen Produktivitätssprung von 20% erreichen. Die schlechte Seite von diesem ganzen Thema ist, dass Sie für 30 angelernte Mitarbeiter jetzt leider keine Einsatzmöglichkeiten mehr haben. Was tun Sie? Das wäre erstmal eine Situation, die uns in der Industrie bekannt ist, weil Sie spielen ja auf den technischen Fortschritt an und den haben wir eigentlich kontinuierlich in unserer Industrie. Ich würde das machen, was wir in der baden-württembergischen Industrie heute schon machen. Nämlich gute Maschinen bauen, gute Autos bauen und versuchen mit dieser Stärke weiterzumachen. Und ich würde das sagen, eben was Sie ja gesagt hatten, dass mir der Roboter dabei helfen kann, Arbeit leichter zu machen. Und wir haben heute und gestern viel über den demografischen Wandel, über älter werdende Belegschaften gesprochen. Ich würde deshalb eine Doppelstrategie fahren. Als erstes würde ich gucken, wie wir Roboter nutzen können, um Arbeit gesünder und ergonomischer zu machen. Da erhoffe ich mir etwas durch Mensch-Roboter-Zusammenarbeit. Und ich würde, haben Sie angesprochen, wenn Tätigkeiten wegfallen und unqualifizierte Kollegen davon betroffen werden, nicht für den Heizer über den Heizer auf der E-Lok nachdenken, sondern darüber nachdenken, wie ich diese Beschäftigten weiterqualifizieren kann, weil ich glaube, dass ich sie auch künftig noch brauchen werde, weil ich im Übrigen glaube, dass unsere Industrie die Arbeit nicht ausgeht und ich brauche viele Beschäftigte an Bord. Das würde ich tun. Wenn wir das jetzt nicht nur für ein Unternehmen durchspielen, sondern für eine ganze Volkswirtschaft und die Gruppe dieser Menschen, die einfach Arbeit ausführen, die ja, das haben ja auch andere Gewerkschafter schon bestätigt, die sagen, Mensch, dass ich das noch erlebe, dass diese Verschleißarbeit, Überkopf etc., dass wir Menschen da mal rausbekommen können, aber wir kriegen dann in großer Stückzahl oder in großer Personenzahl, so muss man sagen, in großer Zahl Personen, für die wir in der jetzigen Form keine Beschäftigung mehr haben. Kann man das noch alles mit Weiterqualifizierung hinbekommen? Ich glaube ja, weil ich will einen Punkt hervorheben. Ich glaube, wir haben immer öffentlich das Bild, wir verlieren Arbeitsplätze durch technologischen Fortschritt. Wir haben gestern gesehen, dass sich mit den Beschäftigungsprognosen wir etwa auf plus auf
auf einer gleichen Linie uns bewegen. Ich habe den Eindruck, und das will ich gerne hervorheben, dass wir in der baden-württembergischen Metallindustrie steigende Beschäftigungszahlen haben. Wir haben die Situation über Industrie 4.0, da entwickelt sich viel, aber das entwickelt sich nicht von alleine. Die Grundlage wird weiterhin der Mensch sein. Eine erfolgreiche Industrie funktioniert mit Menschen. Na klar, wird Software wichtiger, werden Algorithmen wichtiger, aber das, was uns ausmacht, nämlich gute, qualifizierte Facharbeit, ist, glaube ich, weiterhin Basis für Erfolg. Von daher, glaube ich, Industrie 4.0 gelingt nur mit mehr Beschäftigten und qualifizierteren Beschäftigten. Ich glaube, wir dürfen uns den Luxus nicht mehr erlauben, den ich manchmal beobachte, dass der, wer viel Qualifizierung hat, heute im Betrieb auch kein Problem mit Weiterbildung hat. Aber manche, wir erlauben uns teilweise auch einen Luxus, dass wir Beschäftigte, die eher wenig mitbringen, dass wir denen zu wenig Bildung und Weiterbildung anbieten können. Und da würde ich gerne eine Qualifizierungsoffensive haben, gerade für die Beschäftigten. So, vielen Dank. Ich auf das Thema, ob die Personen, die wir haben und die Arbeitsplätze der Zukunft so zusammenpassen, also das Matching stimmt, werden wir gleich noch in der Runde zurückkommen. Und ich glaube, da wird es auch spannende Ansichten dazu geben. Vielen Dank an der Stelle. Herr Welkes, kommen wir zu Ihnen. Auch eine kleine Denkaufgabe. Sie tragen Verantwortung für einen vernetzten Maschinenpark. Intelligente Systeme, Mess- und Kontrollsysteme zeigen keine Störungsmeldungen an. Es funktioniert also alles wunderbar. Ihr bester Wartungsmechaniker mit 30 Jahren Berufserfahrung kommt aber zu Ihnen und sagt, ich habe da Bedenken. Da stimmt irgendwas nicht, das sagt mein Bauchgefühl und ich kenne sowas, das schon mal passiert. Ich empfehle Ihnen, das erstmal die Produktion anzuhalten und wir müssen da eine Wartung durchführen. Auf wen hören Sie? Im Zweifel höre ich auf den Wartungsmechaniker. Maschinen können so intelligent in Anführungszeichen sein. Wir haben vorhin in der Pause darüber diskutiert, was versteht man eigentlich unter Intelligenz? Können nur so intelligent sein, wie sie von den Menschen programmiert wurden und wie sie dann zusammenarbeiten. Und wenn eine Person mit 30 Jahren Berufserfahrung mir sagt, also ich habe an den und den Parametern festgestellt, da stimmt irgendwas nicht, das sollte man mal lieber kontrollieren, dann ist es, glaube ich, der geringere Schaden, allein wenn ich es jetzt nur betriebswirtschaftlich sehe, wenn ich mal für ein, zwei Stunden die Maschinen abstelle, kontrollieren lasse, als dass irgendwann mir der Laden um die Ohren fliegt. Jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Angenommen, der hat sich geirrt. Was machen Sie beim zweiten Mal? Da ich Büroarbeiter bin, habe ich selten mit Maschinenparks zu tun, aber im Zweifel würde ich beim zweiten Mal auch noch auf ihn hören. Wahrscheinlich werden Sie jetzt noch weiter fragen, was machen Sie beim dritten, beim vierten, beim fünften Mal, wenn er sich geirrt hat. Irgendwann werde ich dann schon zu ihm sagen, also du musst da deine eigenen Sensoren, deine menschlichen Sensoren ganz offensichtlich umstellen, denn jetzt ist es fünfmal oder sechsmal oder wie oft auch immer, hast du dich geirrt? Jetzt müssen wir mal daran arbeiten, dass diese Irrtümer reduziert werden. Okay, also irgendwann muss man dann natürlich mal die Frage stellen, ob man dann einen richtigen Wartungsmechaniker hat. Meine Herren, aber da geht die Frage, geht ja in diese Richtung. Wer gibt denn direkt dazu, Herr Münzer? Ja, es gibt noch eine dritte Variante. Man kann ja sagen, lieber analoger mit Erfahrung, lieber digitaler oder mit analytischen Skills, setzt euch doch mal zusammen, überlegt, woher das Problem kommt. Das wäre vielleicht auch eine Variante. Fiel mir jetzt gerade so ein. Herr Schneider, es kribbelt doch schon. Ich merke, Sie wollen direkt dazu was sagen. Wer hat denn die Hosen an in diesem ganzen Prozess? Wenn der Wartungstechniker kommt und das sagt, ist schon zu spät. Ich muss den Mitarbeiter vorher kennen. Wir haben das ja im IT-Bereich auch. Das funktioniert nie. Wenn mir ein Mitarbeiter sagt, das funktioniert nicht, dann werde ich sehr hellhörig. Wenn es mir ein anderer sagt, bei dem sowieso nie alles funktioniert, den überhöre ich. Das heißt, man muss im Vorfeld schon wissen, wie ist diese Information ernst zu nehmen aufgrund einer Erfahrung. Wenn man den Mitarbeiter, obwohl er der altgediente Wartungstechniker ist, dann zum ersten Mal im Büro kennenlernt, ist zu spät. Dann kann man nicht einschätzen, wie gut das ist. Irrtümer passieren. Und auch wenn mein Progressiver sagt, das klappt und es geht schief, darf ich ihn nicht abstrafen.
Aber wenn es einer von dem Typ ist, der immer alles riskiert und an die Wand fährt, dem gebe ich auch nichts. Das heißt, eigentlich, da kommen wir im Bereich Personalführung, bevor das Ganze hoch eskaliert. Was würden Sie sagen, Herr Schuppan, Sie haben das vorhin auch schon mal das Thema Führungskräftequalität angesprochen. Wie viel, und auch das Skilling, die Skilling-Frage haben Sie auch angesprochen, findet eine Entwertung menschlichen Wissens statt durch Digitalisierung, weil es in einem Korsett von Informationen immer schwieriger wird, gerade auch für Führungskräfte, eigenständig Entscheidungen zu fällen, die vielleicht dann auch gegen Big Data ausfallen? Ich glaube schon, dass die Technik sehr determinierend wirkt in dem Fall, und das bedarf schon, ich kann das jetzt nicht für die Industrie generell, aber so von meinen Untersuchungen kann ich sagen, eigentlich sowas wie mit Informationsfülle umgehen, ja, das sind so neue Kompetenzen, analytische Durchdringung, also die brauchen andere Kompetenzen, um sich gerade von solchen, auch eine eigene Meinungsbildung, solche Dinge, das wird nicht abgelöst durch IT. Und es ist natürlich eine Gefahr, den Daten zu glauben. Ja, also rein, damit reproduzieren sie eigentlich nur fast Vergangenheit. Ja, also das ist vielleicht das Ende der Geschichte oder der Innovation, ja, wenn sie immer nur Daten sozusagen replizieren und dadurch Weisheiten schaffen. Wir müssen Psychologen und Analytiker nochmal durchdringen, aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass es mit so einer, ich bin gegen diese These Wegfall von Jobs, das ist eben, wir sehen, dass sich qualitativ inhaltlich häufig was ändert, also Skilling und De-Skilling und das neue Spannungsfelder entstehen, das ist eigentlich der Punkt. Und das, wenn Sie sehen, was heute auch, wie, also gestern zum Beispiel das Thema Handwerk, ja, gehören ja zu Fachkräften. Ich glaube nicht, dass Handwerker wegfallen. Ja. Gutes Handwerk wird immer gebraucht werden, wenn Sie gerade so bei solchen Jobs anschauen. Und andererseits so qualifiziert, ich hatte es so wie Architekten. Es gibt heute bei Architekten so Parametrisierung. Sie geben bestimmte Punkte ein im Grundriss und dann kommen verschiedene Architekturen, da ist die Statik gleich mit drin. Im Grunde genommen brauchen Sie... Ich will nicht sagen, dass man keinen Architekten mehr braucht, ja, aber steckt sehr viel Wissen in solchen Anwendungen drin, die Dinge schon sehr stark, wo Wissen in den Anwendungen drinstecken, wo sie nicht mehr diese Fachexperten brauchen, zumindest nicht mehr in dem Maß. Herr Schneider, ich habe eben gedacht, dass da spontan von Ihnen eine Anregung kommt, wenn er sagt, die Daten, die gucken doch immer nur nach hinten. Stichwort Predictive Analysis. Das ist ja das Ziel, dass ich die Zukunft vorhersagen kann mit den Daten aus der Vergangenheit und sagen will, morgen geht das Teil kaputt, tauscht es doch besser heute schon aus. Okay, das ist die eine Sichtweise von Daten. Man sammelt einfach Verschleißdaten. Das ist rückwärtsgewandt Richtung Zukunft. Und wenn man in seinem Mikrokosmos verbleibt und nicht rausguckt, dann gebe ich Ihnen durchaus recht. Nur Big Data und die anderen Anwendungen heißen, wir gucken auch andere Daten an, von denen wir noch nicht wissen, ob sie irgendwas mit uns zu tun haben, und glauben daran, dass wir vielleicht erkennen, dass es etwas mit uns zu tun haben könnte. Wie das funktioniert, ist selbst ein Geheimnis. Ich meine, dass der eine verdient sein Geld damit, der andere nicht. Aber wenn man also nur auf Analyse von Messwerten eines Fühlers, also Reifendruckmesser, ne, und das geht immer weiter runter und Verschleiß steigt, das ist die Vergangenheit, muss man wieder Luftdruck erhöhen. Das ist die einfache Sache. Aber die ganzen anderen Sensoren, was bedeutet das, wenn sie zusammenwirken? Das sind die ungeklärten Fragen. Und auch beim Handwerk sehe ich da durchaus Bedrohungspotenzial. Also mein Lieblingsbild ist das Heizungshandwerk. Eine moderne Heizung mit ihren Steuerungsmechanismen überfordert Informatiker. Da kommt ein Heizungstechniker überhaupt nicht mit, der kann die Rohre noch festdrehen. Und wenn man dann also versucht, das Handbuch von dem Ding zu verstehen, das hat einer geschrieben, der hat es auch nicht verstanden, entsprechend, also meine ist heute ausgefallen, darum bin ich besonders auf das Thema fixiert. Wer da kommt und schraubt, weiß nicht unbedingt, was er tut. Und das ist der Punkt, wenn jetzt irgendwo aus Asien einer sagt, wir haben die neue Heizungstechnik, wir haben es verstanden, der hat gewonnen. Inklusive Flug und so weiter ist das immer noch billiger bei den heutigen Flugkosten als den dritten Versuch des Lokalbastlers. Das habe ich auch schon mal beobachtet, als die Farbfernsehtechnik kam, Schwarz-Weiß nach Farbe, da waren viel mehr Regler, wie die drei zusammenhängen, ist Gott sei Dank alles vorbei, hat viele Schwarz-Weiß-Fernsehtechniker einfach überfordert. Und das heißt, diese Weiterbildung, die Sie ansprechen, ist zu kurz geschossen. Wenn er sagt, der ist jetzt weggefallen, dann soll er das Neue lernen, das kriegt er nicht hin. Wenn Sie eine Lachnummer haben wollen, machen Sie mich zum Direktor des Sportinstituts der Uni. Sport 4, bin ich stolz drauf. Ne? Es wird nichts. Aber vielleicht gibt es woanders, wo man mich umtrainieren könnte, damit man einen weiter trainieren könnte, damit dann einer frei wird, der es kann. Das sind eigentlich die Rochaden. Das ist nicht eine Direktbesetzung,
sondern da muss man sich überlegen, welcher gut gediente Mitarbeiter geben wir jetzt auf, damit er das Neue macht, damit Platz wird für einen anderen, der das macht, damit ich den endlich versorgen kann, den ich sonst rauswerfen müsste. Der braucht ja aber Personalmanager in den Unternehmen, die wirklich einen Überblick haben und die es verstanden haben, oder? Richtig. Und zwar Leute, die von oben technologisch weiter gucken und sehen, wie die Zusammenhänge sind. Hier sitzt die Wirtschaft, geballte Wirtschaftskompetenz. Haben wir diese Personaler schon? Haben die das durchdrungen? Ich sag's mal vorsichtig, die HR-Abteilung steht nicht in dem Ruf, Vorreiter der Digitalisierung zu sein. Es gibt solche und solche. Ich glaube auch, dass es gibt durchaus Unternehmen, die sehr weit sind, auch mit der Digitalisierung in der Personalarbeit, in der Entwicklung, in der Kompetenzfeststellung. Es gibt eine sehr schöne Software vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft, die ermittelt, welche Qualifikation Mitarbeiter haben, die nicht unbedingt die Qualifikation, nicht unbedingt was mit dem Job zu tun hat, sondern werden Interessen abgefragt und Ähnliches. Und ich meine, das Beispiel, das Sie an Herrn Burmeister gerichtet haben, er hat dann 30 Leute zu viel, er sagt, ja, er qualifiziert sie. Ja, qualifizieren, aber ob er sie selber in seinem Unternehmen dann braucht, ist die zweite Frage. Das heißt, wir müssen dann mehr darauf schauen, wie wir, und insofern stimme ich auch dem Herrn Weber gestern gerne zu, die Anzahl der Arbeitsplätze wird, das ist meine Erwartung, mehr oder minder gleich bleiben. Er hat, glaube ich, eine Differenz von 30.000 gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird gleich bleiben, aber die einzelnen Arbeitsplätze werden sich grundlegend ändern. Und wenn ich auf Ihr Beispiel kommen darf, Sie haben es selber gesagt, also Leiter des Sportinstituts wird bei Ihnen nicht funktionieren, deswegen ist vielleicht Ihre Karriere an der Uni zu Ende, aber es wird irgendwo eine Karriere geben bei einem anderen Arbeitgeber. Ich sehe zwei Probleme in dem Zusammenhang, nämlich einmal die Vernetzung der Unternehmen. Das heißt, dass die Uni in ihrem Fall sagt, den Herrn Schneider kann ich nicht mehr brauchen, weil Sport 4, war es glaube ich, Sport 4, aber da gibt es doch die Firma in der Bötzinger Straße, vielleicht kann die ihn brauchen. Der zweite Punkt, und der macht mich sehr nachdenklich, und es sind jetzt gerade jüngste Erfahrungen, ist die Frage der Bereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt seit 10, 20 Jahren in ihrem Job sind, gutes Geld verdienen, das alles gewohnt sind, dass die nochmal die Schulbank drücken müssen. Mir geht es jetzt nicht um die Finanzierung, das ist das eine Thema, sondern mir geht es um die Bereitschaft. Wir haben ein Unternehmen, in einem Unternehmen ein Projekt, ich muss dazu sagen, in der Metall- und Elektroindustrie in Südbaden, das muss ich betonen, sind knapp die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer un- oder angelernt. Und in einem Unternehmen mit am Standort knapp 2000 Beschäftigten hat man ein Potenzial von etwa 300 Beschäftigten identifiziert, die an- und ungelernt sind und die man qualifizieren möchte. Man hat ein Riesenprogramm aufgebaut, Werbung dafür gemacht. Wie viele Beschäftigte haben sich gemeldet? 13. 13. So, mit denen macht man jetzt eine sogenannte Teilqualifizierung. Und die meisten haben gesagt, ja, ich mache den Job seit 20 Jahren und nochmal Schulbank drücken und überhaupt, warum soll ich das machen? Dem Unternehmen geht es gut, das wird schon so weiterlaufen. Erst nachdem dieses Projekt im Oktober gestartet ist und man dieses Projekt dann auch betriebsintern vermarktet hat, haben sich immerhin nochmal 16 Beschäftigte gemeldet. Da müssen wir dran arbeiten, dass die Beschäftigten auch bereit sind, sich dann zu qualifizieren. Vielen Dank. Lieber Herr Feld, eigentlich wollte ich die nächste Frage an Sie richten, aber das schreit ja gerade noch nach einer Antwort von Herrn Burmeister und dann komme ich zu Ihnen. Also Herr Burmeister, ich überspitze es jetzt mal so ein bisschen, geht es vielen Beschäftigten einfach heutzutage in Deutschland, wir haben Vollbeschäftigung gerade hier in Ihrer Region, ordentliche Lohnerhöhungen mittlerweile wieder, geht es denen im Flächentarifvertrag der Metallindustrie, den Sie ja auch mit beschlossen haben, geht es denen so gut, dass Sie denken, Weiterbeschäftigung ist nett, aber was für andere?
Unsere Tarifverträge schaffen erstmal Sicherheit bei Einkommen, das ist erstmal gut. Und dann ist die Frage, wie schaffen wir das, dass wir Weiterbildung und Qualifizierung stärken? Zwei Punkte fallen mir ein. Ich glaube, wir haben lange eine Situation gehabt, wo wir gesagt haben, ja, trainier dich, qualifizier dich, aber mach das abends auf dem Sofa. Und dann haben wir uns lange gewundert, Unternehmen, Gewerkschaften, dass das nicht geklappt hat. Meine Frage ist, wie schaffen wir das für einen Menschen, der jetzt in der Mitte des Lebens steht, sagt, ich habe noch 20 Jahre zu arbeiten und mit meiner Qualifizierung komme ich nicht mehr weiter. Wie kann ich denen das ermöglichen, dass er einerseits seinen Job halb weitermacht und auf der anderen Seite sich weiterqualifiziert? Der wird in der Frage landen, ich werde mir das nicht leisten können, wenn ich nochmal rausgehe und so weiter. Da wäre die Frage, ob wir so etwas schaffen können, wie ein Recht, seinen Arbeitsplatz zu unterbrechen, aber auch so eine Art Teillohnausgleich zu haben, dass ich Qualifizierung dennoch machen kann. Für junge Leute ist das nicht das Problem. Wenn ich aber erstmal 40, 50 bin, komme ich häufig an dieser Hürde Weiterbildung und Geld nicht mehr weiter. Da hat Herr Weber vom IAB gestern das Tor aufgemacht. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Und wir müssen es schaffen, dass wir bei der Frage der Weiterbildung und Qualifizierung es schaffen, nicht es den Beschäftigten nach Feierabend aufzubürden, sondern wenn neue Technologien in den Betrieb einzuhalten, dass die auch sozusagen in einer lernförderlichen Arbeitsumgebung auch dort Qualifizierung stattfinden kann. Darf ich eine Nachfrage nach Ihrer Vorstellung? Wer trägt die Kosten? Der Staat, das Unternehmen, also der Arbeitgeber? Wer soll, irgendeiner muss es ja bezahlen. In Zeit, in Geldleistung, wie auch immer. Wenn wir erstmal feststellen, dass es da einen Bedarf gibt, wäre das erstmal die Grundlage, wenn wir das als Unternehmen, als Gesellschaft, als Gewerkschaften erkennen. Wie man das finanziert, darüber müsste man sich zum Teil unterhalten. Wir haben das als IG Metall den Arbeitgebern mal vorgeschlagen. Die haben an dem Punkt gesagt, das wollen sie eher nicht. Aber damit ist, glaube ich, der Gedanke nicht zu Ende, weil ich glaube, natürlich profitieren Unternehmen auch davon, dass sie gut ausgebildete, qualifizierte Beschäftigte haben. Und dafür zahlen die Unternehmen auch gut. Ich habe da ein ganz grundsätzliches Problem. Wir kriegen immer mehr das Thema Vollkaskomentalität. Ich will mehr, ich brauche mehr für meine Zukunft und irgendjemand Fremder soll es finanzieren. Da muss ich auch mal selber mich drum kümmern, da muss ich auch selber bereit sein, unabhängig davon, dass es die Wegebaumaßnahmen gibt von der Agentur für Arbeit. Aber wenn ich meine Zukunft sichern will als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer, dann muss ich halt auch selber ein bisschen Energie und auch ein bisschen wirtschaftliche Energie aufbringen. Dass es da Randgruppen gibt, wo es problematisch ist, ist unbestritten, aber generell zu sagen, das ist alles Thema der Arbeitgeber, die sollen das gefälligst alles finanzieren, politische Weiterbildung, keine Ahnung, so geht es nicht. So, an der Stelle weiten wir den Blick oder gehen wir in die dafür sind Sie da zum Diskutieren, um Gottes Willen. Gucken wir mal nochmal von oben drauf, fragen wir den Volkswirt. Lässt sich denn aus Ihrer Sicht oder erstmal teilen Sie diese Sichtweise, dass wir im Saldo vielleicht so doch ohne große Arbeitsplatzverluste durch diesen Wandel gehen können? Und wenn ja, wenn wir eine qualitative Änderung der Jobs kriegen, lässt sich das alles durch Umqualifizierung hinbekommen? Also erstens, man muss ja bei diesen Prognosemodellen immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben das ja gestern in der Diskussion nach dem Vortrag von Enzo Weber auch gehabt. Wir können im Grunde die Arbeitsangebotsseite noch relativ gut modellieren, weil wir da über die demografische Entwicklung und so weiter ganz robuste Vorgaben machen können. Aber auf der Arbeitsnachfrageseite sieht es ja wesentlich schwieriger aus. Also dann nochmal sagen zu können, wie das auf Seiten der Unternehmen funktioniert, das wissen wir auch in der Projektion in der längeren Frist nicht. Also selbst wenn es keine Prognose ist, sondern wenn man nur Wenn-Dann-Aussagen machen will, hat man dann schon große Schwierigkeiten, weil die Vielfalt halt enorm ist. Unterwegs nochmal neuer technischer Fortschritt auftritt und wir nicht genau wissen, was dann am Ende bei den Unternehmen rauskommt. Das vorausgeschickt sehen wir, wenn wir uns die Strukturwandlungen im Zeitablauf anschauen, und das wird mit der Digitalisierung im Grunde auch nicht anders sein, dass die Chancen zumindest
bei dem Arbeitsplätzebestand zu bleiben, das möglicherweise sogar noch auszuweiten, eigentlich größer sind als die Risiken. Das, was wir, ich habe das gestern schon mal gesagt in der Diskussion, bei dem letzten großen Strukturwandel in den 70er, 80er, teilweise 90er Jahren gehabt haben. 90er ist noch ein bisschen überlagert gewesen in Deutschland durch die Wiedervereinigung, aber ansonsten waren da schon auch Strukturwandlungen nachgeholt, die bei uns schon ein bisschen vorher stattfanden, dass wir zum einen unqualifizierte Arbeitskräfte in stärkerem Maße freisetzen mussten in diesem Strukturwandel, dass dann von Seiten der Tarifvertragsparteien der Fehler einer falschen Lohnpolitik gemacht worden ist, nämlich die sogenannte Sockellohnpolitik, die aktiv Niedrigqualifizierte aus dem Markt gepreist hat. Und der Staat hat das noch mit entsprechenden Programmen akkommodiert, was dann nach und nach die Kosten nach oben getrieben hat. Also arbeitsmarktpolitische Programme, die aufgelegt worden sind. Wir hatten damals noch ABM, wir hatten damals Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, die 0815 abliefen. Es wurde nirgendwo evaluiert, ob das gut funktioniert oder nicht. Und als man dann, als es so teuer wurde nach der Wiedervereinigung, dass es kaum mehr tragbar war, mit der Evaluation begann, musste man feststellen, dass 3/4 von dem ganzen Zeug in die Tonne getreten gehörten. Das hat man dann auch gemacht. Also wenn man sich das anschaut, wie wir damals umgegangen sind mit dem Strukturwandel, haben wir einfach riesengroße Fehler gemacht, die wir nicht wiederholen dürfen. Ja? Das ist die eine Seite. Und das bedeutet natürlich, dass die Tarifvertragsparteien einerseits und der Staat mit seinen Rahmenbedingungen, die er setzt, andererseits aufpassen müssen, dass das nicht wieder passiert. Jetzt bin ich froh, dass Sie die Tarifvertragsparteien ein bisschen auseinandergesetzt haben. Wir haben im Sachverständigenrat die Linie, dass dann, wenn der Arbeitgebervertreter und der Gewerkschaftsvertreter im Sachverständigenrat sich einer Meinung sind, dass die anderen drei hellhörig werden müssen. Das sind meistens ja Vereinbarungen zulasten Dritter. Das gilt beispielsweise für die Qualifizierung. Weiterbildung im Job, wenn die Leute bereits in der Mitte des Lebens stehen, ist eine private Veranstaltung. Da hat der Staat nichts zu suchen. Es sei denn, wir haben eine hohe strukturelle Arbeitslosigkeit und da müssen wir fragen, ob denn an der Stelle vielleicht von staatlicher Seite was gemacht werden kann, damit die Kosten des Arbeitslosengeldes nicht in die Höhe schießen. Aber ansonsten ist das rein privat und wer nun mehr dazu gibt, ob der Arbeitnehmer auf der einen Seite oder der Arbeitgeber, das Unternehmen auf der anderen Seite, das ist dem Verhandlungsprozess der Partner überlassen. Das sollen die untereinander ausmachen. Aber grundsätzlich würde ich den Staat da völlig rauslassen. Ja? Das nochmal über den Steuerzahler zu finanzieren, davon halte ich überhaupt nichts. Ja? Meines Erachtens muss man schon ganz genau sehen, wie Bildungsfinanzierung insgesamt im Lebenszyklus ausgestaltet sein sollte. Und dann muss man mit sehr guten Ausbildungen schon in der frühkindlichen Phase unentgeltlich beginnen. Da darf es nichts kosten. Und man kann eigentlich immer mehr Kostenbeteiligung der Privaten vorsehen, je höher wir ins Lebensalter kommen. Denn da steigt ja auch das Eigeninteresse des Einzelnen, nachher besser ausgebildet zu sein und einen besseren Job zu haben. Ja? Das ist die zweite Bemerkung, die ich dazu mache. Die dritte, wenn Sie mir die noch kurz erlauben, ist folgende. Wir haben ja, wie ich es eben sagte, in dem früheren Strukturwandel eher unqualifizierte Arbeitskräfte freisetzen müssen. Die Erwartungen hinsichtlich der Digitalisierung sind die, dass wir eigentlich im Bereich der unqualifizierten Arbeitskräfte nicht mehr so viel Anpassungsbedarf haben werden, sondern dass das eher im mittleren Bereich ist, sowohl bei die mittleren Einkommensniveaus als auch die mittleren Qualifikationsniveaus, die sind ja miteinander korreliert, werden betroffen sein. Ein Beispiel dazu, ich habe diese Woche einen Vortrag in Berlin gehalten, bei all diesen wunderschönen Gründerfirmen, da war ein Unternehmen dabei, das bietet Ihnen Buchhaltungsleistungen einfach an, Sie nehmen die Buchungssätze entgegen, Sie brauchen die Buchhaltungsabteilung nicht mehr, sondern nur noch die paar Leute, die dann die schwierigen Fragen lösen müssen, vielleicht auch steuerbilanztechnisch. Ja? Aber die einfachen, simplen Buchungssätze macht das Programm. Und da würde ich jetzt sagen, die Leute, die in der Buchhaltung arbeiten, die haben doch schon ein entsprechendes Qualifikationsniveau. Das sind keine unqualifizierten Arbeitskräfte. Da darf ich davon ausgehen, dass die grundsätzlich Kognitionsfähigkeiten mitbringen, die sie viel stärker in die Lage versetzen, andere Tätigkeiten zu erlernen und sich umzuqualifizieren. Und von daher habe ich auch viel geringere Befürchtungen im Hinblick auf die Digitalisierung. Meines Erachtens sollte das von der Anpassungsfähigkeit der betroffenen Menschen viel besser möglich sein, als wir das in früheren Strukturwandlungen gehabt haben.
Und von daher, glaube ich, dürfen wir ein bisschen optimistischer sein bei dem, was jetzt an technischem Wandel kommt. So, ein bisschen optimistischere Sicht hier auf die Dinge. Der Herr Münzer, direkt. Ja, ich will auch die optimistische Sicht ein wenig stärken, denn schauen wir doch uns mal die Lage an im Mittelstand. Der Mittelstand, das ist ja nicht so eine süße kleine Randerscheinung in Deutschland, das ist die absolute Mehrheit der Unternehmen und der Arbeitsplätze. Und wie sieht es jetzt da hier in Baden-Württemberg, aber auch in anderen Teilen Deutschlands aus? Der herrscht de facto Vollbeschäftigung. Die Leute kämpfen doch praktisch um jede, die Arbeitgeber meine ich jetzt, kämpfen um jede gute Kraft auf dem Arbeitsmarkt. Viele stellen Menschen ein, ja, sagen, der kann was, ich weiß noch gar nicht, wofür ich den brauche, aber der hat was drauf. Also ist doch der Markt, den stelle ich ein, den horte ich. Lehrlinge werden eingestellt mit mehr, als man braucht, über Bedarf, weil man sagt, ich brauche die guten Leute, die finden eigentlich immer was. Und da hat der Arbeitgeber zusammen mit dem Arbeitnehmer im Gespräch, da braucht es auch nicht immer eine Personalabteilung, die das Problem verwaltet, sondern in der Dynamik entstehen da eigentlich auch wettbewerbsfähige Organisationen. Das ist gar nicht so, wie soll ich sagen, das läuft eigentlich viel besser, als das medial vermittelt wird. Und da höre ich ganz oft Geschichten von Mitarbeitern, die zuerst dies, dann jenes gemacht haben. Da ist eine große Fluktuation da, auch nicht immer mit großen oder Aufstiegsfluktuationen durch die Qualifikation da. Das Problem, dass man da jetzt eine Finanzierungsstruktur da schaffen müsste, das sehe ich eigentlich also gar Sie sind nicht. Beim Herrn Feld, ich dass das alles Feld. Eigentlich ja. ganz gut läuft. Ja. So, das wird mir jetzt entschieden zu harmonisch. Herr Schneider, ich setze auf Sie. Ja. Erklären Sie mir was, lieber Herr Schneider. Ich bekomme immer zu hören, wir leben in Zeiten disruptiven Wandels. Dieses Wort hat ja in den letzten 3-4 Jahren Hochkonjunktur. Und disruptiver Wandel heißt eigentlich, da kommt einer um die Ecke und betreibt mein Geschäft mit einem ganz anderen Modell. Und ja. was ich mache, ist altes Eisen und das kann ich wegwerfen. Genau. So, jetzt sagen wir hier, wir müssen uns dafür qualifizieren. Das widerspricht sich ja ein bisschen, weil wenn ich nicht weiß, womit der um die Ecke kommt, kann ich ja auch niemanden dafür hinqualifizieren. Was mache ich denn da? Genau das ist der Punkt und ich glaube, ich gebe mir in der ganzen Diskussion vom Modell her verloren. Es ist zu grob granular. Wir sollten vielleicht mal in die Details gucken, gebe gleich schnell ein paar Beispiele. Ein bisschen näher. Ja. Aber das Modell, so wie ich das sehe, was uns präsentiert wird, ist eigentlich noch 18. Jahrhundert fast. Wir haben unseren absoluten Monarchen, der verfügt über alle Mittel, ist klug und weise, wir sind ungebildet, der soll es richten. Der soll uns sagen, was wir tun müssen. Der gibt mir eine Fördermaßnahme hier, eine Fördermaßnahme da. Die kleinen Kinder wissen es noch nicht. Da muss man in der Tat was reinstecken. Aber gucken wir uns mal die Fälle an. Ich bin ja auch Arbeitgeber im Rechenzentrum. Wir haben irgendwann erkannt, schon vor 10 Jahren, lange vor den anderen, dass das mit der alten Telefonie nichts mehr ist. Es gab aber 5 Leute in der Telefonabteilung. Okay, wir haben sie dann ins Rechenzentrum genommen. Erste Frage, was sollen wir mit der alten Anlage? Na gut, wir lösen sie ab Richtung Voice over IP. Heute spricht es jeder. Wir haben die Leute on the job trainiert. Als der Älteste von denen dann in den Ruhestand ging, haben wir alle wirklich Rotz und Wasser geholt, denn der war der Beste. Es hat also nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dem Wollen, sich mit einer Technologie zu beschäftigen. Das muss man enablen, Neudeutsch, also die Möglichkeit geben, dass man muss erkennen, die vorhandenen Leute müssen eine Umschulung haben. Das ist das Interesse der Firma, dann geht das auch. Dann gibt es aber auch den Wandel, den die Firma an sich nicht mitkriegt, der versagt jegliche Schulungsmaßnahme. Da brauchen wir auch nicht auf unseren Monarchen hoffen, sondern da muss man halt selber denken, erkennen, ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl. Beispiel 80er Jahre Drucktechnik. Der Bleisatz wurde bis zum Schluss in den Berufsschulen gelehrt, draußen war schon gar nichts mehr im Einsatz. Wer also nach wie vor Bleisetzer war, da nützte auch keine Schulungsmaßnahme über noch besseres Bleigießen, sondern da hieß es nur, ich lasse den Mist, ich gehe woanders hin. Und das ist etwas, das muss jeder für sich entscheiden. Der eine früher, der andere später. Der früher geht, hat vielleicht eher eine Chance und lässt deshalb den anderen noch etwas länger in seiner Wohlfühlwelt stehen. Aber ohne die persönliche Verantwortung kommen wir nicht raus. Und das ist nichts, was wir garantiert für jeden machen können, denn auch ich weiß nicht, was es morgen an neuer IT-Technologie gibt, ob nicht mein gesamtes Rechenzentrum, so wie es ist, morgen völlig überflüssig wird, weil jemand anders klaut, was auch immer, das viel besser abbildet. Kann passieren. Aber ich muss zumindest versuchen zu vermeiden, dass es mich kalt erwischt. Und die Mitarbeiter müssen das versuchen. Gut, wir sind öffentlicher Dienst, alles halb so schlimm. Ja, aber vom Arbeitsrecht her, aber die Verantwortung beim Einzelnen, da sitzt sie. Und es ist gerade in der Zeit 40 bis 50, wo man sagt, ihr habt eine größere Verantwortung, mal die Augen offen zu halten, ob ich eigentlich noch auf dem richtigen Pferd sitze.
Gut, jetzt senden wir Ross und Reiter auch mit Ihnen mal ein Gedankenexperiment. Sie haben schon selbst gesagt, zum Leiter der Sportfakultät taugen Sie nicht. Aber als Moderator ernenne ich Sie jetzt mal mental zum Bildungsminister, Bundesbildungsminister. Und was wären Ihre zwei, drei Maßnahmen, wo Sie sagen würden, da würde ich ansetzen, um uns als Gesellschaft so gut wie möglich für die Digitalisierung vorzubereiten? Das ist ein verdammt heißer Job, weil man nämlich sehr viele Rahmenbedingungen erstmal ändern müsste, ehe man loslegen kann. Sie dürfen alles tun jetzt mal. Ich habe ja einiges angedeutet. Wir müssen uns über die Bildungspläne Gedanken machen, das gibt Widerstand flächendeckend. Wenn ich absoluter Monarch wäre, selbst das würde ein absoluter Monarch nicht tun, weil er genau weiß, wie er die Untertanen gegen sich aufbringt. Das heißt also, die Ausbildung an der Stelle, das ist der erste große Punkt, wo wir ran müssen. Die Digitalisierung, aber nicht im Rahmen von Klick, das war ja das, was ich angedeutet habe. Das sinnlose Ausstatten mit Equipment hat noch nie genutzt. Überfinanzierte Forschung macht auch süchtig, bringt auch nichts. Das heißt, man muss sich sehr genau überlegen, wofür man Steuerungsressourcen einsetzt. Möglicherweise muss man das Geld in einer, da bin ich jetzt nicht der Fachmann, würde ich jetzt hier sofort einen Assistenten mitnehmen. Wie würde man es machen, damit das Geld jetzt nicht in diese Zwangsfördermaßnahmen, die wir vom BMBF alle schätzen, gut verdientes Geld, auch an der Förderungsecke ansetzen, um mehr das Individuelle zu fördern? Denn ich weiß nicht, wer die richtige Idee hat. Sie müssen ja heute den kompletten Projektplan einreichen, um das Risiko zu kriegen. Möglicherweise ist das Beste, so wie es die ETH neulich formuliert hat, die Grundausstattung, wenn ich jetzt einfach Bundesbildungsministerium Universität setze, die Grundausstattung eines Professors muss so sein, dass er keine Drittmittel braucht. Das heißt, in Ruhe mal wieder nachdenken kann. Vielleicht ist das der Ansatz, damit die Leute wieder Zeit haben, um die Sachen nachzudenken, statt sie permanent auf die Jagd nach Geld. Ich weiß, ich sage, das ist ein Job, auf den würde ich auch nicht gerne draufgehen, weil man so viel ändern ich glaube, muss. Sie haben schon den richtigen Job für sich gefunden, oder? Ja, ganz klar. Vielen Dank. Vielleicht der Herr Feld direkt dazu und der Herr Schupan. Ja, Herr Schneider, ich weiß nicht, ob ich da assistieren kann. Denn Sie haben das aus der deutschen Perspektive des öffentlichen Dienstes so schön beschrieben und sagen, es ist eh alles kein Problem, wenn Sie sich anschauen, wie weit verbreitet befristete Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst sind, gerade an den Universitäten, weil wir nämlich ein riesiges Problem haben mit der so unflexiblen, extern unflexiblen Struktur der Arbeitsverträge, die hier existieren, beispielsweise bei Beamten auf Lebenszeit, dann muss man sich fragen, ob das das Richtige ist. Und Sie haben die ETH genannt, das ist eine andere Situation. Wissen Sie, der ETH kann man klar sagen, wir machen die Grundausstattung der jeweiligen Institute so, dass die Professoren gut arbeiten müssen, die müssen sich dann nicht große Gedanken machen mit irgendwelchen Forschungsanträgen, aber wenn die nicht performen bei der ETH, sind die draußen, auch als Professoren, ja, da reden wir über ein ganz anderes System, also da muss im Grunde der Output stimmen am Ende. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, hätte ich gesagt, das ist eine Frage des Arbeitsministers, keine Frage des Bildungsministers. Ziemlich denn ich weiß auch nicht, ob das die Lehrpläne passen sich sowieso automatisch irgendwie wir mit. Wir machen ein Superministerium, drei Maßnahmen von Ihnen, Herr Feld. Der entscheidende Punkt, den wir brauchen, ist mehr externe Flexibilität. Das ist das, was wir in Zukunft brauchen werden, aufgrund der Digitalisierung. Ja, und im Grunde spricht das der Herr Schneider irgendwo an. Wir wissen nicht genau, was passiert. Wir wissen nicht, wie der technische Fortschritt zustande kommt. Wir wollen Innovationen haben, also auch die Umsetzung des technischen Fortschritts in marktgängige Verfahren und Produkte. Und dafür muss ich Flexibilität schaffen. Die Flexibilität innerhalb der Unternehmen, die interne Flexibilität, ist in Deutschland ziemlich groß. Das hat uns sehr stark geholfen, auch in der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise. Die externe Flexibilität ist nicht besonders hoch. Ja, und da werden wir größere Veränderungen schaffen müssen. Es wird ja nicht so sein, ob Sie das Beispiel Bleisatz nehmen oder was auch immer, dass jemand, der innerhalb des Unternehmens wegen der Digitalisierung seine Tätigkeit nicht mehr vollführen kann, dass er dann zwingend durch eine Weiterqualifikation innerhalb des Unternehmens auf eine andere Tätigkeit kommt, sondern dass er in einen anderen Job muss. Und während das bei den Unqualifizierten früher so war, dass die aus dem Stahlwerk rausgingen und dann als Pizzaboten abgearbeitet haben beispielsweise, haben wir heute dann andere Möglichkeiten für die Weiterverwendung von besser qualifizierten Personen aus dem mittleren Bereich. Aber da ruft der Herr Burmeister doch wahrscheinlich gleich,
das kann doch nicht sein, wir brauchen eine Flexicurity, die Sicherheit muss doch da sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass das der Einzelne dann bezahlt. Und ich meine, wenn wir uns heute angucken, Ältere 50, 55 plus, die arbeitslos werden, die haben immer noch kein leichtes Leben am Arbeitsmarkt, oder? Das stimmt sicher, das ist sicher die Realität. Ich will aber auch noch mal auf einen Punkt raus, diese Grundfrage der Digitalisierung bestimmt. Kann es uns gelingen, dass wir mehr gute Arbeit dadurch stärken? Was meine ich damit? Wir hatten vorhin das Beispiel rund um Auflösung des Fließbands gesehen. Das halte ich sozusagen für einen Punkt, über den wir sprechen müssen. Und wenn Sie mehr Flexibilität ansprechen, Herr Feld, will ich fragen, würde ich dafür plädieren, genauer hinzugucken. Ich habe auch so ein wunderbares Mobiltelefon, mit dem kann ich flexibel arbeiten. Und das ist eine gute Form, die es mir als junger Vater ermöglicht, flexibler zu arbeiten, auch noch mit dem Laptop zu Hause. Wenn wir aber eine Technik auch anders nutzen, auch wieder das Beispiel des Laptops oder des iPhones und rund um die Uhr arbeiten, dann ist das etwas anderes. Ich glaube, wir müssen uns noch entscheiden, in welcher Richtung wir Technik nutzen wollen. Wollen wir damit Arbeit interessanter und qualifizierter machen? Soll sie Menschen unterstützen oder lassen wir uns zu sehr von Systemen lenken? Und da wünsche ich mir eine neue Diskussion. Ich glaube, wir brauchen so etwas wie eine Humanisierung der Arbeit 4.0. Würden Sie es gleich an Herrn Schuppan weitergeben? Herr Schuppan, direkt dazu, oder ich habe nämlich auch noch eine Frage. Na, es gibt schon, also mir läuft diese Bildungsgeschichte, man tut so, ich qualifiziere jemanden und dann kann er den Job. So funktioniert das nicht mehr. Auch ein bisschen näher ran vielleicht? Wir sehen ja gerade, die Bildungsforscher tun sich ja sehr schwer. Ja? Sie müssten, um einen Bildungsvorlauf zu schaffen, also Unis sollten das ja vielleicht tun, zu sagen, da müssten Sie die Zukunft gedanklich vorwegnehmen und sagen, was muss jemand dann in dieser Zukunft können? Ja? Das ist unglaublich schwer. Sie können mit Szenarien arbeiten und solche Sachen, aber das ist ein generelles Bildungsproblem, was Sie haben. Sie können sozusagen nicht auf Vorrat so. Das heißt, es kommt viel mehr auf Kompetenzen an. Es ist völlig wurscht, wo er die erworben hat. Das heißt, wir müssen uns viel mehr Berufsbiografien angucken, auch in der Personalentwicklung wird ja zum Teil auch gemacht, statt formal erworbene Qualifizierung. Sie können qualifiziert sein, aber nicht kompetent. Das mag man ja schon mal erlebt haben. So, Kompetenz ist das, was raus... Der Mittelstand hat es immer gemacht. Ja, mag ja sein, aber trotzdem ist eben die Diskussion sehr auf Formale. Das heißt, es kommt viel mehr auf Fähigkeiten an, diese zu erwerben und selber auch zu erwerben. Also diese Flexibilität, das ist eigentlich... der Punkt. Und wenn Sie sagen jetzt so mit Schulen, ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe versucht in Brandenburg ländliche Schulen im ländlichen Raum zu vernetzen und dass die über Videokonferenz Unterricht anbieten. Also nicht anstelle von, sondern ergänzend. So, weil da Englischlehrer fehlen, Fachlehrer. Und das habe ich dem Minister persönlich vorgestellt. Der ist jetzt nicht mehr Minister. Aber der war Sport- und Geografielehrer. Ne? Also sagt doch alles. Aber zumindest habe ich ihm das vorgestellt und dann sagte Herr Schuppan, wissen Sie was, ich will meinen Lehrer immer anfassen. Das war seine Argumentation 2006. Und dann sage ich, Herr Minister, wissen Sie, ich habe meinen Lehrer nie angefasst und wenn Sie es heute sagen, ist das auch nicht ganz unproblematisch. So. Aber auf so ein Diskussionsniveau sind Sie dann und nach 6 Jahren ist dann dieses Projekt gekommen, dann hat sich der jüngste Lehrer damit beschäftigt, der war 50, hat er gut gemacht, also hat die Endmoräne in 10 Minuten erklärt, also mit Eiszeit und so, ich habe das zum ersten Mal gut verstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann suchen wir uns einen zweiten Lehrer, der einen Satz des Pythagoras kann und dann können wir eigentlich so auch Unterricht segmentieren und wir brauchen eigentlich nur einen Lehrer in Brandenburg für Endmoräne. Also ich habe provoziert, ja, aber Sie sehen, auch da gibt es sowas wie Disruption. Aber solche, das sind Einzelfälle, die sind nicht nachhaltig, es gibt ein Lehrerforschungsinstitut, die genau sich mit solchen didaktischen Modellen beschäftigt, beim Land angestellt, da sitzen 300 Leute. Es war deren wesentliche Aufgabe, dieses Projekt zu verhindern. Ja? Also so, und beteiligt waren 12 Schulen, das waren 13 Schulbezirke auf Kreisebene, die sich abstimmen, also Chaos, ja? Also das administrativ umzusetzen, das nachhaltig hinzukriegen. Ich will nur zeigen, was das an Arbeit und Aufwand bedeutet, um sowas in die Praxis zu bekommen. Also das so,
Also irgendwie, Sie haben ein bisschen heute mein Mitleid hier in der Runde. Ich höre immer so ein bisschen Resignation aus Ihren Erfahrungen Die Realität nicht zu ignorieren und ausgehend von dem Trümmerhaufen zu sagen, wie kann man es trotzdem schaffen? Das ist ja der intelligente Weg. Also zu sagen, ich halte nichts davon, so das zu rosig zu machen, sondern zu sagen, wo ist die Empirie, wo stehen wir, was ist die Realität und wie geht es trotzdem? Die gibt es ja, die Beispiele, und von denen dann zu lernen, okay, das war jetzt der positive Blick. Genau. Und da haben Sie ja vorhin auch erklärt, wo in der Realität noch die Hürden sind. Sie haben die Flüchtlingskrise angesprochen. Da haben wir, glaube ich, erstmal alle mitgekriegt, dass von 3 oder 4 Behörden hintereinander dieselben Daten aufgenommen worden sind, was ein Irrsinn, Polizei, Ausländerbehörde, BAMF, bis man erstmal ein Gesetz geschaffen hat, dass die einmal aufgenommen werden und dann da reingegriffen werden kann, wenn sie sowieso alle tun. Würde aus Ihrer Sicht es etwas helfen in Deutschland, wenn wir ein Digitalministerium bekommen würden? Die Diskussion ist so, also noch mehr Strukturen, noch mehr, na klar, hätte es eine gewisse Aufmerksamkeit. Wenn er gut ist, schadet er nicht. Helfen. Das kann man auch so stehen lassen als Antwort. Gibt es hier irgendjemanden? Ja, ich rede jetzt von Digitalisierung innerhalb von Staaten. Natürlich für die Gesellschaft. Sie müssen doch immer sehen, wenn Sie ein Ministerium schaffen und schaffen dort neue Stellen, bei unseren Strukturen im öffentlichen Dienst, die werden Sie nicht mehr los. Das heißt, Sie suchen sich permanent neue Aufgaben, diese Menschen, in einem neuen Ministerium. Deswegen bin ich sehr, sehr kritisch, wenn wir neue Ministerien schaffen wollen. Also ich rate dazu, das auf keinen Fall zu tun. Also Sie sind auch dagegen. Herr Schneider, wie sieht es bei Ihnen aus? Würde das etwas helfen, das Thema zu kanalisieren? Das kann ja auch positive Effekte haben. Wir sind schon wieder im monarchistischen Bild. Wir regieren von oben. Da setze ich wirklich drauf. Wenn Sie vorhin sagten, 24 Stunden permanent erreichbar und genervt, ja, gebe ich Ihnen recht, das regelt der Markt. Sie glauben gar nicht, was wir in unseren Bewerbungen ab und zu schreiben, wir stellen aus. Die Leute fragen danach, wie sieht es denn hier aus? Ich will meine Firma verlassen, weil ich nicht mit der personellen Unterausstattung dort auch noch 24 Stunden erreichbar sein will. Das heißt, der Markt reagiert bei den Einzelnen an. Warum nicht bei viel mehr? Da kommt dieses Beharrungsvermögen dabei. In Amerika, glaube ich, werden die Leute sehr viel brutaler auf solche Überstrapazierungen der Leute reagieren, weil sie es gewohnt sind, eigenverantwortlich von A nach B zu springen. Da haben wir eine intrinsische Trägheit drin. Und deshalb sollten wir die Trägheit nicht durch ein Ministerium verstärken. Außerdem haben wir doch einen Digitalkommissar in Europa gehabt. So. Sondern wir sollten eher auf die persönlichen Sachen den Leuten wieder beibringen. Werdet beweglich. Es ist eure Zukunft. Es nützt nichts, wenn wir die Firmen verdonnern, Weiterbildung zu machen. Wenn aufgrund eines disruptiven Wechsels die Firma untergeht, dann gehen die immer noch mit unter. So. Also die Leute müssen selber raus. Ich bringe an der Stelle mal auf, weil die Diskussion schon ein bisschen zeitlich fortgeschritten ist. Und es gibt bestimmt noch genügend Punkte zum Einhaken. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über sein Szenario gesprochen, dass er gesagt hat, mir wird Angst und Bange, wenn die ITler die Zukunft bestimmen und die Monopolisten, da steckt ja hier auch noch ganz viel Sprengstoff drin oder Debattenstoff. Aber vielleicht haben Sie auch zu dem eben Gesagten Fragen. Ich würde Sie um Handzeichen bitten. Ich gebe Ihnen einfach mein Mikro. Aber zuerst, dann komme ich zu Ihnen, wenn Sie sich kurz vorstellen würden und die Frage den Adressaten nennen würden. Ja, mein Name ist Gerhard Kempter, ich bin mit dem Eugen-Institut indirekt verbunden. Die Frage ist, wir sind in Freiburg und da spielen ja Begriffe wie Wettbewerb und Privatisierung eine Rolle. Und mir gehen Ihre, Herr Schuppan, 4000 Mitarbeiter, die für die Kraftfahrzeugzulassung zuständig sind, nicht aus dem Kopf. Ich habe mich gerade 2 Autos selbst zugelassen und habe das hinter mir. Und da ist die Frage, könnte man nicht wie bei Bestattungsunternehmen sagen, es gibt ein staatliches Angebot und es gibt ein privatisiertes Angebot und da Wettbewerb schaffen und vielleicht dann von unten, ich glaube, Sie haben recht, von oben nach unten ist es schwierig, aber dass man von unten einfach über den Wettbewerb die Dinge in Beschleunigung bekommt. Vielleicht, der Lars, kannst du auch noch ein Wort dazu sagen, aber an Sie beide jedenfalls. Vielen Dank. Also mehr Wettbewerb in diese Struktur. Es gibt ja Beispiele. Ne? In Österreich ist es auf Private übertragen. Ich habe solche Diskussionen gehört, auch kann man sowas auslagern? Ne? Das ist ja die Frage. Der Staat behält sozusagen die Auffangverantwortung und lagert aus, muss eine Steuerungskapazität haben. Sowas wird in Österreich gemacht, da machen es die Versicherung. Auch in anderen europäischen Ländern. Es gibt in Deutschland auch Firmen, die diese von diesen Autovermietungsfirmen gibt es private Anbieter, die sind gar nicht so im
Blickpunkt, die machen Zulassung, die machen hunderte Zulassungen am Tag für diese Autofirmen, auch für Ingolstadt und BMW und die haben alle diese Zulassungsdienste, und die sind gar nicht öffentlich bekannt, die sind so professionell, kann ich Ihnen sagen, auch von den Prozessen her, ich habe mir das mal angeguckt, die drucken alles aus, die bringen nur noch die fertigen Unterlagen zur Zulassungsstelle, die unterschreiben, die machen nicht, da wird nichts mehr entschieden oder so, und es ist fertig. Also das ist de facto, das sind Intermediäre, die sozusagen an der Stelle schon agieren. Also das ist schon, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch für, die stehen offen, die stehen bereit. Also die sind auch, da ist jede Zulassungsstelle ein Schlamperhaufen, wenn sie sehen, wie die ihre Prozesse organisiert haben. Das ist so. Da spricht im Grunde genommen wenig dagegen. Herr Feld, warum hat sich so viel Wettbewerb noch nicht bis nach Deutschland rumgesprochen? Sind die Beharrungskräfte so groß? Die dürfen nicht bei uns. Ich meine, wir haben ja häufig die Situation, dass Wettbewerbsprobleme dadurch entstehen, dass der Staat das mit seinen Regulierungen dicht macht. Und das haben wir jetzt gerade im Kfz-Bereich bei diesem Beispiel, das wir letztes diskutiert haben, ist das der Fall. Ja, in anderen Bereichen sehen wir nochmal andere. Es ließe sich ja ändern, wenn der Gesetzgeber wollte. Aber Sie wissen ja, das haben wir gestern auch so ein bisschen gesehen, vielleicht, wenn ich die Reaktion aus dem Publikum noch in Erinnerung habe, kam das etwas zu plakativ rüber, was uns Justus Haukapp erzählt hat. Aber Beharrungskräfte bestehender Strukturen sind ja enorm stark. Und gerade die vielen Mitarbeiter in den Kfz-Stellen in Deutschland werden natürlich nicht besonders froh sein, wenn da plötzlich private Wettbewerber kommen, die alle viel effizienter und besser sind als sie. Ja? Also ich bin gespannt, wie wir das dann nachher ändern. Kann aber der disruptive Wandel auch nicht so stark sein, wenn das ein paar Kfz-Mitarbeiter blockieren können, oder? Ich meine, es kann, wird das am Ende so sein, wir haben vorhin, glaube ich, Herr Schneider hat, glaube ich, das Beispiel Estland an die Wand geworfen. Das ist ein Staat, das haben viele vielleicht noch gar nicht so gesehen, aber der ist eigentlich durchdigitalisiert. Nun kann man ja sagen, Estland hat auch bei Null angefangen vor ein paar Jahren. Die haben das dann einfach anders aufgesetzt. Aber ist das denn so, dass man in solchen, ist Deutschland schon so statisch, dass man sich da so wenig bewegen kann? Herr Schneider, was meinen Sie? Ich glaube, die Statik auch der Betroffenen ist in der Tat das Problem. Weshalb im Vorfeld, wir haben Medien, wir haben andere, die Diskussion, dürfen wir überhaupt bis hin zu, wir dürfen nicht gemacht werden. Und jetzt das mal zu revolutionieren, indem wir sagen, wir könnten sogar hier ad hoc, müsste ich patentieren lassen, neue Geschäftsmodelle dann nachdenken. Wenn wir das privatisieren, müssen wir die Gesetze der Zulassung auch noch ein bisschen ändern. Denn genau betrachtet Zulassung, ein Auto muss ja nur zugelassen sein, wenn es auf den öffentlichen Plätzen fährt. Also können wir, wenn es daheim in der Garage steht, es automatisiert nicht zulassen. Das heißt, wir brauchen viel weniger Versicherungsprämie, weil ja dann nachgewiesen ist, dass es nicht fährt. Und mit so einer E-Ink-Nummernschild hinten dran können wir in dem Moment, wo es aus der Garage kommt, das aktuelle Nummernschild einblenden. Das ist ein Industriemodell ohnegleichen. Verhindern wir nach, ob was taugt, sei dahingestellt, aber verhindern wir. Wir kommen nicht weiter an der Stelle. Und Estland hat den Vorteil gehabt, Georgien genauso, durch die Volldigitalisierung von 0 auf 100 zu kommen. Sie hatten keine Alternativen. Übrigens, das Sozialverträgliche in Georgien fand ich toll. In diesen Bürgerbüros waren immer wieder so Inseln mit hauptsächlich jungen Mädels. Konnte man hingehen, ich bin ja alter Bürger, habe keine Ahnung, was muss ich denn machen, ich kann die IT nicht bedienen. Dann haben die das serviceorientiert gemacht, also das ist von A bis Z durchdacht. Aber da kommt noch was hinzu, die Korruption lässt sich am besten mit IT bekämpfen. Das Grundbuch elektronisch steht. Das andere geht mit Bestechung. Und das waren die Motivationen in diesen beiden Ländern auch noch dazu, die Korruption runterzukriegen, aber es funktioniert tadellos, da kann man wirklich nur neidisch werden. Was möglich ist, wenn keine Beharrungskräfte da sind. Aber auch die Reform des Hochschulwesens wäre vielleicht auch eine der Beharrungskräfte. Also das ist jetzt kein Bashing der anderen. Interessanter Punkt, aber das können wir, glaube ich, hier nicht endgültig ausdiskutieren. Also Herr Gemter, wahrscheinlich müssen Sie die nächsten Autos auch noch auf traditionelle Art zulassen. Wir haben noch eine Frage. Ja, mein Name ist Bernhard Nebel. Ich habe gestern den Vortrag über die Potenziale der KI gehalten und habe zwei Kommentare oder Fragen. Das erste war zu Herrn Feld. Sie sagten, der Staat soll sich raushalten bei dem lebenslangen Lernen. Sehe ich auch so, bloß natürlich müssen die Bildungsangebote irgendwo herkommen. Und da denke ich, sollte der Staat sich ja dann doch irgendwie wieder engagieren. Und eine andere Geschichte ist die, ich finde es ja sehr beruhigend, dass mir gesagt wird, die Arbeitsplätze werden nicht verschwinden. Und da haben wir ja gestern auch Herrn Weber gesehen,
Und ich denke, das ist sehr schön. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, dass wir 500.000 Lastwagenfahrer in Deutschland haben und 250.000 Taxifahrer, habe ich eben im Internet nachgeschlagen, das sind 750.000 Menschen. Und ich habe gestern vorausgesagt, innerhalb von 10 Jahren wird es niemand mehr geben, der im Transportwesen arbeitet. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber die Richtung stimmt, glaube ich. Das ist, betrifft jetzt alles nicht das verarbeitende Gewerbe, aber natürlich sind 750.000 Arbeitsplätze, die wegfallen, doch irgendwie schon ein Schlag, insbesondere wenn es denn eben Leute betrifft, die, bei denen man sich fragt, können wir sie weiter qualifizieren? Vielen Dank. Ich bin gerade im Kopf rechnen. 500.000 Lkw-Fahrer, das sind bei 40 Millionen Erwerbstätigen, ein bisschen mehr. Jeder 80. Da hätten wir hier auch einen im Raum, ist natürlich Unfug statistisch. Bin überrascht, dass es so viel sind. Haben Sie es gerade nachgeschaut? Im Internet? Das ist ja nur eine Vertriebsstruktur, wie wir jetzt gelernt haben. Ich weiß natürlich, was Sie meinen. Das stimmt schon. Sie hatten die Frage an Herrn Feld gerichtet oder waren es allgemeines... An Herrn Feld und die andere allgemein. Sie antworten allgemein und Herr Feld schiebt danach. Ich nehme wahr, dass viele Beschäftigte die Sorge haben, verliere ich durch die Digitalisierung meinen Arbeitsplatz. Was ich glaube nicht weiterhilft, sind große volkswirtschaftliche Prognosen. Wenn jeder zweite Arbeitsplatz wegfällt, lässt das bei Beschäftigten eher Unsicherheit zurück. Deswegen fand ich Ihren Ansatz gut und das versuchen wir als IG Metall auch zu machen. Wir versuchen für jeden Betrieb so etwas wie eine Zukunftsprognose zu machen. Was ändert sich durch Digitalisierung? Haben wir viele Jobs, die rationalisierbar sind? Wahrscheinlich eher im administrativen Bereich als im hochproduktiven Shopfloor-Bereich. Das muss man, glaube ich, machen, damit die Diskussion Sinn macht. Das Plädoyer genauer hinschauen und dann gucken, wer könnte betroffen sein und daraus dann gucken, wie kann ich denn Beschäftigte weiterqualifizieren, wo wir eben diesen Dissens hatten. So macht es Sinn. Das würde ich gerne an die Arbeitgeber weitergeben. Machen Sie das auch oder lassen Sie Ihre Co-Manager da die Arbeit verrichten? Ja, wir machen da schon selber was. Die Zahlen mögen richtig sein, aber die 500.000 Lkw-Fahrer, die werden nicht von heute auf morgen weg sein, sondern es wird ein Zeithorizont sein von 10 Jahren, 15 Jahren, ich weiß es nicht. So. Das heißt, es wird in Etappen passieren. Der zweite Punkt ist, wahrscheinlich werden erstmal die älteren Lkw-Fahrer in Rente gehen und nicht mehr ersetzt werden. Deswegen ist die Zahl vielleicht gar nicht so erheblich. Und ich stimme Ihnen schon zu, es werden bestimmte Tätigkeiten wegfallen, Ihr Beispiel Lkw-Fahrer. Das glaube ich schon. Ich glaube aber, dass zusätzlich Arbeitsplätze wieder entstehen werden. Und wenn Sie mir erst einmal noch zwei Sätze gestatten. Wir haben die Erfahrung ja in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gemacht mit der Automatisierung in der Produktion, mit den ersten computergesteuerten Maschinen. Da sind Arbeitsplätze verschwunden, da sind neue Arbeitsplätze entstanden und jedenfalls durch die Automatisierung sind, was die Anzahl der Arbeitsplätze angeht, keine Arbeitsplätze in größerem Umfang verloren gegangen. Mögen vielleicht 1.000 oder 2.000, vielleicht auch 5.000 bundesrepublikweit gewesen sein. Aber das ist die Erfahrung, die wir da gemacht haben, auch mit Qualifizierungsthemen, wo man noch nicht mal einen Tarifvertrag dazu brauchte damals, weil es den noch nicht gab. Die Erfahrungen, die machen mich schon sehr positiv ausgerichtet für die Zukunft. Das lässt sich auch leicht ein bisschen Daten stützen. Zum Beispiel sind in den drei Ländern, Deutschland, Japan, Amerika, in denen am meisten Industrieroboter im Einsatz sind, sind die Beschäftigungsraten am höchsten und die Arbeitslosenquoten am niedrigsten. Nach jedem industriellen Sprung, nach jeder Revolution, war die Beschäftigung im Saldo nachher höher. Sie können mich widerlegen, aber Sie nicken, das beruhigt mich, wenn Herr Feld nickt bei der Aussage, war sie höher. Also die Daten zeigen zumindest nichts Gegenteiliges an. So, jetzt haben wir noch eine Frage an Herrn Feld gerichtet und dann gehe ich nämlich dahinter. Also, Herr Astermann, das ist ja der Grund, warum ich eben gesagt habe, wenn wir diesen technischen Fortschritt anschauen, spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir zumindest diesen Arbeitskräftebestand halten können. Und wir können vielleicht sogar davon ausgehen, dass er steigt und müssen uns dann angesichts unserer demografischen Entwicklung eigentlich eher fragen, wie bedienen wir denn dann
diese Arbeitsnachfrage, die auf den Märkten zustande kommt, wenn wir mehr Arbeitsplätze schaffen wollen durch den technischen Fortschritt. Also das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen, von dem ich ausgehe, dass er bei diesem technischen Fortschritt auch passieren wird. Herr Niebel, zu den Herr Nebel, nicht Herr Niebel, Entschuldigung, Herr Nebel, zu der Weiterbildungsfrage. Also ich meine, das war ja jetzt eben hier so diskutiert, dass ein Arbeitnehmer in seinem Job ist und sich jetzt weiterqualifizieren soll. Und dann kam die Frage auf, soll das der Staat finanzieren? Da habe ich versucht reinzugrätschen und zu sagen, nein, das sind eigentlich die beiden Beteiligten vor Ort, nämlich das Unternehmen und der Arbeitnehmer, gemeinsam verantwortlich dafür. Und wegen mir auch noch die dahinterstehenden Organisationen, weil wir ja auch sehen müssen, wie wir das insgesamt tarifvertraglich lösen. Und das sollte privat geregelt sein. Ja, also diese Formen der Weiterbildung natürlich schon. Jetzt muss man sich erstens fragen, gibt es denn das Potenzial von Marktversagen, sodass wir irgendwo eine Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit sehen würden? Eigentlich nur dann, wenn wirklich solche Disruptionen auftreten oder wenn Sie Beispiele finden in einem Dienstleistungsbereich, wo noch sehr viele Niedrigqualifizierte sind. Ich weiß nicht, ob man es pauschal bei Lastwagenfahrern sagen kann. Ich glaube, das kann man schon da schon nicht mehr so sagen und auch bei Taxifahrern nicht unbedingt. Bin noch vorsichtig. Aber wenn wir irgendwo was haben, ein Segment, in dem sehr viele Geringqualifizierte freigesetzt werden, ist es natürlich schon schwieriger. Da wird man sich dann fragen müssen, ob wir eine höhere Arbeitslosigkeit bekommen, struktureller Art, die man dann eben auch mit entsprechenden arbeitsmarktpolitischen Programmen angehen muss. Und da wäre der Staat auch nochmal als Anbieter von Weiterbildungsleistungen gefragt. Aber in allen anderen Bereichen können zumindest aus staatlichen Bildungseinrichtungen abgeleitete Angebote gemacht werden. Ja, aber das müsste dann schon, wenn ich da sage, das gehört privatisiert, dann muss das kostendeckend gezahlt werden von denjenigen, die das in Anspruch nehmen. Also auch nochmal Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam. Wie das danach, in welcher Rechtsform man das führt, Weiterbildungsprogramme, die beispielsweise von Universitäten angestoßen werden, da muss man ja auch nochmal sehen, wie die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Meistens ist das ja so, wenn man das macht, so ein Weiterbildungsprogramm, und macht das wirklich marktkonform, verlangt entsprechende Gebühren, dass es dann auch sehr schnell eine steuerrechtliche Frage wird und man besser mit einer GmbH oder GmbH arbeitet und es dann trotzdem ja, irgendwo aus dem ursprünglich staatlichen Angebot abgeleitet ist. Aber so, das sind dann nochmal ganz andere Fragen. So, Sie stellen also die Frage cui bono, wer profitiert, und der muss sich auch daran beteiligen. So, ich habe kurz den Standort gewechselt. Wir haben noch eine Frage hier hinten aus dem Off. Mein Name ist Max Ratzel, ich war 35 Jahre im Bereich des öffentlichen Dienstes sicherheitsmäßig unterwegs und habe sowohl nationale als auch europäische Erfahrungen. Deshalb zunächst mal Herrn Schuppern, Ihren Befund bezüglich der öffentlichen Verwaltung in Deutschland kann ich im Grunde 1:1 unterschreiben. Ich bedauere eigentlich nur, dass der vor 20 Jahren auch nicht wesentlich anders aussah und wir kaum weitergekommen sind. Das heißt, falsch verstandener Föderalismus, falsch verstandenes Ressortdenken sind schon wesentliche Elemente, weshalb es in Deutschland wirklich so klemmt. Nur habe ich mal eine Frage an Sie. Wenn wir das Top-Down-Prinzip durch das Bottom-Up-Prinzip ersetzen, sind wir dann wirklich besser oder bedarf es nicht vielmehr einer wirklich genau ausbalancierten und geschickt gehandelten sozusagen zweistufigen Bewegung, Top-Down und Bottom-Up zu verbinden in einer Gegenstrombewegung beispielsweise? Und zum Herrn Schneider würde ich gerne nochmal Stellung nehmen. Auch da kann ich den Befund nachvollziehen und würde ihn auch mittragen, soweit ich die Fachkompetenz mir aneigne oder mir zuschreibe. Und ich habe durch meine europäische Erfahrung gerade das Beispiel Estland sehr hautnah miterlebt. Und neben den von Ihnen beschriebenen Faktoren, die zutreffen, die ich auch so sehe, haben die einen weiteren, wie ich finde, sehr guten, günstigen Umstand genutzt. Nämlich sie haben das zu ihrer Stärke gemacht, was ihre Schwäche ist. Und ich fange umgekehrt an, die deutsche Stärke ist zugleich auch die deutsche Schwäche im europäischen Verbund. Also unsere Tradition, unsere Größe hat einen riesen Vorteil und zugleich einen riesen Nachteil, dass wir nämlich so ein Elefant sind. Und Estland mit seinen 2 Millionen Bürgern, mit einer Historie null, muss man nüchtern sagen, hatte den Vorteil, die konnten alles ausprobieren. Und das Schöne ist, die haben das ausprobiert. Ich weiß zufällig, wie dieses System entstanden ist, nämlich top-down entschieden,
Ein Freund des Ministerpräsidenten hat bereitgestanden, hat Modelle entwickelt und mit diesen Modellen sind sie in die Wirkung gegangen und haben das Modell iterativ entwickelt. Und deshalb die Frage an Herrn Schneider, wäre das nicht ein besseres Vorhaben, iterativ kleine Modelle zu entwickeln und sie später auszurollen, wenn sie auch für größere Anwendungen geeignet sind? Dankeschön. Vielen Dank. Ich würde sagen, fangen wir vielleicht mit Herrn Schuppan an und dann Herrn Schneider. Also nur ganz kurz zu Estland. Das 1,4 Millionen Einwohner. Staat spürt sich weitestgehend auf der zentralen Ebene ab. Im Ministerium wird die Ummeldung von Bürgern gemacht. Die dezentrale Ebene existiert de facto nicht. Also von daher haben sie eine ganz andere Komplexität. Die hatten auch kein Legacy-Problem, also keine Altsysteme und so weiter und so fort. Also von daher, und die hatten Anfang der 90er Jahre einen ganz guten Präsidenten, der Anfang 30 war und das Thema forciert hat. Also Leadership spielt schon eine wichtige Rolle da auch. Und was ich jetzt so ein bisschen pointiert für Deutschland gesagt habe, natürlich, sie haben eine extreme Führungskräfteschwäche im öffentlichen Sektor. Das kann man, die das Thema nicht annehmen und nicht proaktiv angehen. Sie wären aber auch als Politiker dumm, rein von der politischen Rationalität, wenn sie mit so einem Projekt nach außen gehen, weil die Gefahr des Scheiterns ist sehr hoch. Ja? Also ja, das muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist ein öffentlicher Sektor, hat eine andere Rationalität. Es gibt Untersuchungen, die sagen, 80% der Projekte scheitern ganz oder teilweise von solchen Großprojekten. Also wären politisch nicht bei Trost, wenn sie sich dem annehmen würden. Ja? Also von daher, meine Skepsis kommt eher sozusagen, wenn sehr abstrakte Infrastrukturprojekte ohne Bezug zur Arbeitswelt aufgebaut wären. Das ist so meine, und da war mein Plädoyer eher auch die andere Seite. Projektmanagement hat die Verwaltung mittlerweile gelernt, jetzt müssen sie Agilität ein bisschen lernen. Ja? Also das funktioniert eben nicht. Man kann gutes Projektmanagement machen und trotzdem scheitern. Also die haben, also von daher, Führung ja, aber ich sehe sie nicht so richtig. Ja, auch in der Verwaltung, bei den Führungskräften, es gibt ein paar CIOs, die sich da engagieren, aber im Grunde genommen müssen sie, diese Welt ist so, wie sie ist, sie können die politische Rationalität, die hat ja auch ihre gute Rechtfertigung. Ja, also beides stimme ich hinzu, aber Entscheidungen werden auch von unten vorbereitet, so ist auch die Realität. Vielen Dank und nochmal die Frage an Herrn Schneider von Estland lernen, heißt Digitalisierung lernen aus Ihrer Sicht? Ja, generell, es ist nicht Digitalisierung, es ist IT. Wie macht man IT-Projekte? Und da ist in der Tat so, wenn ich genügend Ahnung habe, drin bin, dann passt das schon irgendwie. Nur stellen wir uns unsere Strukturen vor, also so, wie Sie sagen, so müsste es laufen, iterativ. Nur jetzt gehen wir mal weg von der IT zu einem anderen Reizthema. Ich gehe ins Parlament und sage, ich brauche 5 Milliarden, dann baue ich euch in Berlin einen Großflughafen. Wie der aussieht, weiß ich nicht genau. Ich weiß, also Hauptvoraussetzung ist, da müssen die Flieger rauf und runter und das Gepäck und so. Den Rest finden wir raus. Vermutlich kostet das Ding dann 4,5 Milliarden, ist innerhalb von 3 Jahren fertig und funktioniert. Wird aber von niemandem als Vorgehen akzeptiert. Das muss von vornherein der Projektplan stehen, von A bis Z durch. Dann wird das von allen möglichen Aufbremsen und so weiter, also was kann man noch verhindern und was haben wir da an Vorschriften und hier an Vorschriften. Wir müssen ja erstmal allwissend sein, das ist ein kulturelles Problem, ehe wir anfangen dürfen. Und dann ändern wir on the fly nebendran die Gesetze, das ist das Schicksal des Berliner Flughafens, dass man die Brandschutzverordnung, während der gebaut wurde, geändert hat. Und plötzlich kommt das Ding aus dem Ruder, weil wir anders planen, weil wir iterative Prozesse nicht erlauben. Wenn ich in unser Rektorat gehe und sage, das kriegen wir schon hin, vertraut mir mal für 3 Jahre, wird es auch schon schwierig, obwohl die ganze Sache klein ist. Sie wollen zumindest wissen, gut, ich habe eine Vorgeschichte, insofern ist es etwas leichter, ans Vertrauen zu kommen, aber die wollen wissen, dass am Schluss da was steht. Und am einfachsten ist es in deutschen Strukturen, wenn man den Plan hat, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Also ideal, wenn ich jetzt noch ein bisschen polemisch sein darf, ein Lieblingsfilm in der Hinsicht ist für mich die tollkühnen Männer in den fliegenden Kisten, wenn Sie den gesehen haben, da wird ja der deutsche Pilot dann, Franzosen waren es, mit Abwehrmittel außer Gefecht gesetzt und Gerd Fröbe, der Vorgesetzte von Fliegen, keine Ahnung, übernimmt. Und es funktioniert, weil er genau nach Handbuch vorgeht, Motor anlassen, fliegen, er fliegt wunderbar, führt und dann kommt die Möwe, nimmt das Handbuch weg und die Kiste schmiert ab. Das ist ein bisschen so unsere Kultur an der Stelle und das ist in dieser Persiflage wunderbar rausgearbeitet. Das gilt in allen Bereichen, weshalb sowas nicht funktionieren darf. Weil nämlich einmal es schief geht, mit Sicherheit. In Estland hatten wir Glück, dass eben klein genug Überzeugungstäter nicht besser wisse, weshalb es funktioniert hat. So. Es sollte immer so, aber es tut es nicht. Vielen Dank.
An der Stelle, ich glaube, wir haben die Fragen hier aus dem Publikum jetzt auch alle. Die eine gibt es noch, dann machen wir noch eine zum Abschluss. Ach, gibt auch noch ein zweites Mikro, das erfahre ich jetzt auch gerade. Sehr schön. Wunderbar. Mein Name ist Barbara Gillmann, ich bin als Interessierte hier. Ich möchte gerne auf das Lkw-Fahrer-Thema, was hier im Raum steht, und die künftige Bedarfsstruktur zu sprechen kommen. Und zwar als Beispiel Pass pro, nicht Toto, aber vieles. Wenn man jetzt weiß, dass absehbar nicht mehr so viel Lkw-Fahrer gebraucht werden, ist das eine ein absehbares Problem, dass die nicht in Ruhestand gehen, sondern noch im Berufsleben stehen, dastehen und arbeitslos sind und eine andere Beschäftigung brauchen. Das andere ist aber, und das ist meine Frage, erkennt man jetzt schon das, was man beim Bleisetzer und beim Buchdrucker nicht erkannt hat, dass nämlich absehbar dieser Beruf nicht mehr gebraucht, demnach auch nicht mehr ausgebildet werden muss und dass man jetzt schon die Notbremse zieht und sagt, wir müssen nicht mehr so viel Lkw-Fahrer ausbilden, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Das ist die eine Frage, wer sie beantwortet oder ob sie zu beantworten ist, überlasse ich dem Gremium. Vielen Dank übrigens für diese wunderbare Diskussion. Und das andere ist eine ganz andere Frage. Von Flexibilität war die Sprache und auch von der kostenfreien Ausbildung des Kleinkindes bis zu der eigenverantwortlichen und auch selbst zu finanzierenden Weiterbildung des im Berufsleben Stehenden. Meine Frage jetzt ist, bei Flexibilität, der Bremer Grundschüler in der zweiten Klasse hat schon ein Problem, den Anschluss in der zweiten Klasse in Bayern, vielleicht auch noch in Baden-Württemberg zu finden. Ist das föderale Bildungssystem für unsere Flexibilität, die erforderlich ist, noch angesagt? Vielen Dank. Haben Sie da einen Adressaten oder überlassen Sie es mir? Gut, also dann die erste Frage, da hatten wir es ja davon gehabt, der Lastwagenfahrer, wenn wir vielleicht weniger brauchen, was ja in den Dimensionen gar nicht so klar ist, denn wir haben den rechtlichen Rahmen angesprochen, darf Gefahrengut denn nur von der Maschine gefahren werden oder darf da der Computer fahren, aber angenommen wir brauchen 50, 60, 70% weniger, wird dort anders als im Beispiel der Buchdrucker, wo man nicht gesagt hat, werdet alle App-Programmierer, weil gar keiner wusste, was das ist, wird da heute schon gegengesteuert. Wie sieht das aus? Also, danke fürs Mikrofon. Der Lkw-Fahrer finde ich wunderbar. Im Moment ist es ziemlich schwierig, einen Lkw-Fahrer zu kriegen. Wenn Sie einen Lkw-Führerschein haben und Lkw-Fahrer werden wollen, besorge ich Ihnen 50 Arbeitsplätze in den nächsten 24 Stunden. Nur mal so. Ja? Also so schlimm ist es schon. Ja? Wir alle reden jetzt schon drüber, über 750.000 verschwindende Arbeitsplätze. Stand heute, Sie finden keinen. Schweißer. Genauso. Wenn Sie schweißen können oder einen kennen, der schweißen kann, zeigen Sie ihn mir. Ansonsten holen wir die Leute im Moment aus Polen. Alle reden darüber, die einfache Arbeit verschwindet, aber da gibt es immer noch jede Menge Bedarf. Ja. Schon gibt es eine gesellschaftliche Großdiskussion, wie das alles aufgefangen werden muss, die Hunderttausende vor Augen, aber es ist gar nicht klar, was passiert. Keiner kann das jetzt wissen. Wir sind zwar bei der Walter-Eucken-Institut, aber Hayek hat mal von der Wissensanmaßung der Bürokratie gesprochen. Ich glaube, Walter Eucken hätte das auch so gesagt. Wir alle können das nicht wissen. Ich behaupte es auch nicht zu wissen, wie der Arbeitsmarkt von morgen aussieht. Wir wissen nicht, wie das Frachtaufkommen morgen aussieht. Man kann doch jetzt sagen, mit der ganzen hier Kurier-Express-Paketdienst-Geschichte, wir brauchen mehr Fahrer. Im Moment, der Bedarf an Fahrer ist ja gigantisch gestiegen in den letzten Jahren durch Amazon und das alles. Ja. Also jetzt schon eine Lösung für 750.000 arbeitslose Fahrer zu machen, inklusive genauer Jobplanung, das ist genau der Mann, der Gerd Fröbe mit seinem Buch in der Hand, der alles in der Vorschrift haben will. Vertrau mir doch mal ein kleines bisschen auf die Werte des Mittelstands, die kann man ja auch im Großunternehmen haben, und zu sagen, liebe Leute... Was ist denn mit dem Markt? Ja, der Markt, ja. Der Markt, schaut doch jeder Einzelne jeden Tag, was da passiert, und richte jeder Einzelne jeden Tag so ein bisschen sich danach aus, was passiert. Den wir jetzt schon den Fahrbeamten sozusagen der Zukunft definieren wollen, das ist sehr deutsch und ich glaube, da sollten wir ein bisschen was von anderen Kulturen lernen. Entschuldigung. Also um mal von diesem Lkw-Fahrer wegzukommen, ich glaube, wir kennen alle das Beispiel des Bankkaufmanns. Das war jedenfalls, ich bin damit aufgewachsen, das galt als sichere Bank. Werd Bankkaufmann, da kannst du was mit anfangen. Heute sehen wir das Thema Filialschließung, wir sehen die veränderten Aufgaben, wir sehen Online-Banking und die Banken bilden einfach weniger klassische Bankkaufleute aus. Dafür bilden sie aber andere Ausbildungsberufe aus. Ganz genau. Und
losgelöst jetzt mal vom Lkw-Fahrer. Ja, deswegen, ich will ja das Beispiel auch komplett verlassen, weil ich bin auch für Lkw-Fahrer gar nicht zuständig. Aber unsere Unternehmen planen natürlich schon, was brauche ich in der Zukunft? Herr Dr. Münzer hat es vorhin auch gesagt, ich kenne einige Unternehmen, die stellen schon mal auf Vorrat bestimmte Personen mit bestimmten Qualifikationsmerkmalen ein, die sie heute noch gar nicht wirklich so brauchen, aber davon ausgehen, in 1, 2, 3 Jahren brauchen sie die Ingenieure und Ähnliches. Also da mache ich mir nicht wirklich die großen Sorgen. Aber darf ich noch mal nachfragen, um mir mal beizuspringen, das Bundesinstitut für berufliche Bildung, das legt ja die Ausbildungsinhalte fest. So, und da dauert es, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr 3 Jahre, bis eine Änderung der Inhalte stattfindet. Ist es nicht heute viel zu lang? Keine Frage, ist viel zu lange, ja. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt dann auf den abgeschlossenen Beruf oder das Zertifikat ankommt. Ich lerne in der Berufsausbildung bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten kennen und erwerbe die, die ich jedenfalls zu einem großen Teil oder zu einem Teil nachher auch in einem späteren Beruf anwenden kann. Ich habe Jura studiert, habe das Referendariat gemacht, habe auch mal Familienrecht und Erbrecht gelernt. Ich mache seit 30 Jahren nichts anderes als Arbeitsrecht, noch ein bisschen Verkehrsrecht, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre. Aber ansonsten Familienrecht, Erbrecht, da hätte ich eigentlich damals die Vorlesungen schwänzen können, weil ich die heute nicht brauche, habe ich aber damals nicht gewusst. Also mein Kollege im Büro sagt immer, ja, weil ich Fachanwalt für Arbeitsrecht bin, ja, du bist also wie ein Metzger, der nur Schwarzwurst verkauft. Ja, ist so. Ja, ich kann auch nur Schwarzwurst machen. Solange es die Nachfrage danach gibt. Vielen Dank. Ja. Vielleicht noch die Frage nach dem Föderalismus, so habe ich es ja eben verstanden. Die zweite Frage, gibt es denn da die Chancengleichheit? Vielleicht Herr Schneider und Herr Feld noch dazu. Ja, was Sie ansprechen, zeigt eigentlich, wir brauchen den Föderalismus ganz dringend. Es ist ja kein Problem des Föderalismus, dass in Bremen, Berlin und Baden-Württemberg Unterschiede sind, sondern es ist die Tatsache, dass der Föderalismus aufzeigt, dass es da Unterschiede gibt. Und die Frage, wie kann es so weit kommen? Wir machen im Bildungsbereich Experimente am Menschen ohne Ethikkommission. Und wir sehen hinterher das Ergebnis. Heißt es, wir schaffen den Föderalismus ab, damit wir das Ergebnis nicht mehr sehen? Oder heißt es, wie kann es so weit kommen, dann ist der schwarze Peter nämlich dort, wo er hingehört, Bremen, Berlin und andere. Dass man dann aufklären muss, warum es so weit kommen konnte, liegt es am Geld, liegt es an anderen Sachen, ist jetzt der Bund in der Pflicht, Lastenausgleich zwischen den Ländern, das ist nachgeordnet. Aber zunächst sehen wir das Problem, Gott sei Dank, während die Franzosen es nicht sehen. So, und da kann uns jetzt zum Abschluss der Wettbewerbsexperte Professor Feld doch wunderbar erklären, warum Bremen in dieser Statistik schon so lange hinten steht und eigentlich in der Theorie angestachelt werden müsste, seine Position zu verbessern, und es funktioniert nicht. Naja, da spielen solche Mechanismen, wie wir sie im Finanzausgleich haben, eben auch eine Rolle. Die erlauben es Bremen, obwohl es nicht mehr in der Lage ist, in dem Maße die eigenen Mittel zu produzieren, die man für soziale Experimente einsetzt, trotzdem diese Experimente zu machen, weil man das Geld der anderen kriegt. Ja, also die Anreizstrukturen, die dadurch entstehen, machen ja die Wettbewerbssituation, die wir sonst zwischen den Ländern haben, kaputt. Die Situation haben wir in der Schweiz so nicht. Also wir werden da nicht feststellen, dass die Bildungsunterschiede im schweizerischen Föderalismus zwischen den Kantonen so stark und so extrem sind, wie wir das in Deutschland kennen. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass man eben dann, wenn man auf der Einnahmenseite von seinen Bürgern direkt die Steuern einverlangen muss, eben auch auf deren Wünsche und Bedürfnisse stärker Rücksicht nehmen muss und nicht so sehr auf die Bildungsfantasien der jüngsten Erziehungswissenschaftler rekurriert. Also in Richtung Barbara Gilmann, ich kann nur das unterstreichen, was Herr Schneider gesagt hat. Wir können froh sein, dass wir den Föderalismus haben. Da sehen wir wenigstens, dass in Bayern und Baden-Württemberg und in Sachsen die Leute noch ganz anständig ausgebildet werden. Sonst hätten wir den ganzen Quatsch, den es in NRW und Bremen gegeben hat, bundesweit durchgeführt. Das muss man sich erstmal vor Augen führen, wenn man den Föderalismus dabei versucht anzugreifen. Aber wenn ich das Mikro schon mal habe, mache ich noch eine kleine letzte Bemerkung, weil in der ganzen Diskussion heute, gestern, ist mir der Mittelstand viel zu gut weggekommen.
muss ich sagen. Also gerade wenn ich bei der Christoph Münzer hier vorne sitzt, man muss schon nochmal sehen, selbst Christoph Schmidt hat Ihnen gestern die Zahlen erspart, die wir in der Produktivitätsentwicklung haben. Wir sehen jetzt nicht nur Mittelstand hat ja unterschiedliche Abgrenzungen, aber insbesondere Maschinenbau in den letzten 10 Jahren negatives Produktivitätswachstum. Und da muss man sich fragen, wo kommt das denn eigentlich her? Und wenn man dann guckt, wenn Mittelständler durch die Bank weg beantworten, wie wichtig für sie denn Digitalisierung in der Wertschöpfung, in der Produktion sind, dass die kleinen Mittelständler im Grunde sagen, zu weniger als einem Drittel spielt keine Rolle. Ja, also der WVIB und die Südwestmetall, die sind natürlich dann nochmal in ihren Befragungen selektiv. Die bekommen ganz bestimmte Unternehmensantworten von den Unternehmen, die ja noch relativ weit vorne sind, vielleicht sogar an der Spitze von Industrie 4.0 und allem, was damit zu tun hat. Aber wir sehen leider im Mittelstand auf der anderen Seite auch viele andere. Und das ist das Schöne am deutschen Mittelstand, dass er so sehr heterogen ist und so divers. Aber wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass da vielleicht dann doch auch ein Problem ist. So, vielen Dank. Jetzt haben wir aber alle Fragen beantwortet. Jawohl, das war eine ganze Menge Inhalt, aber ich denke, wir haben jetzt einen großen Ritt gemacht über die Themen, sind am Ende noch beim Föderalismus rausgekommen, weil Sie sehen, Digitalisierung hängt auch alles mit allem zusammen, das ist eine Binse, aber wir haben diesen Ritt, glaube ich, gut hinbekommen. Ich danke den Teilnehmern hier auf dem Podium für die Teilnahme, für die rege Debatte und ich danke vor allem Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie hier waren und für Ihre tollen Fragen. Herr Feld, möchten Sie noch ein Schlusswort richten, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja. Ja, mein Schlusswort ist ein ganz einfaches. Ich möchte mich einfach bedanken bei allen Referenten des gestrigen Tages. Ist der ein oder andere ist noch da, des heutigen Tages. Und ich glaube, wir haben heute auch, wo ist denn Margot? Da hinten, ne? Margot, sollen wir mal noch unsere Danksagung unterstützen durch ein kleines Präsent. Vielleicht ist das noch eine gute Möglichkeit, das an der Stelle zu tun, wenn ich denn das Mikrofon schon zur Verfügung habe. Eine badische Besonderheit zur Freude mitzunehmen aus dem Badischen. Keine Flüssigkeit dieses Mal, sondern etwas anderes, was auf die Hüfte schlägt. Komm, ich nehme auch noch mal eins. Vielen Dank. Veranstalter kriegt nichts. Aber da ist doch noch was, ne? Oder? Ah, ist schon vergeben. Okay. Gut, also ich habe jetzt hier ganz viel vergeben. Dann würde ich mich ganz gerne bedanken, erstens bei der Margot Selz und zweitens bei Herrn Wilken für die wundervolle Zusammenarbeit bei diesem Symposium. Das hat aus meiner Sicht hervorragend geklappt und ich bin ganz glücklich, was wir alles an Erkenntnissen bei diesem Symposium gewonnen haben. Also vielen herzlichen Dank. Und zum Abschluss, Sie wissen ja, dass wir drei natürlich immer hart arbeiten, aber wir würden das ja nicht schaffen ohne unsere massive Unterstützung im Hintergrund. Und in dieser Hinsicht möchte ich mich ganz besonders bei Eckhard Köhler einerseits und bei der Franziska Dinter auf der anderen Seite bedanken. Also ohne Sie wäre das nicht möglich. Vielen herzlichen Dank.